Ja, Leute! Was geht? Es geht weiter mit Let's Play. Wolfenstein 2, The New Colossus. Oh Gott. Warte, wofür Munition komme ich bei mir, Alter? Nur gegen das Ding kämpfen oder? Wait, das klar. Oh, gut, tschüss, tschüss. Wir stecken hier fest. Mussten aufs Dach des... Hey, Anja, wie heißt das Scheißding hier nochmal? Wir sind auf dem Lakeview Apartment-Gebäude. Wir versuchen noch ein bisschen durchzuhalten, aber diese Typen kommen angeschossen wie Flitzekacke. Terror Billy, wir sind jetzt bei deinen Leuten auf dem Lakeview Apartment-Gebäude. Deine Mitfahrgelegenheit sollte sich beeilen. Lange halten wir hier nicht mehr durch. Hey, lahme Ente! Sind Sie auf einer gottverdammten Kreuzfahrt? Das Regime reißt uns hier den Arsch auf! Fergus, verstanden. Tut mir leid, werden aufgehalten. Kümmern uns um das Problem. So, kümmern uns um das Problem so, als wäre es so selbstverständlich. Ja, gut. Nicht aufhören, Anja! Wenn wir schon untergehen, dann mit wehenden Fahnen! Bray, holen Sie uns jetzt hier raus! Gott, scheiße. Meine Fresse, Chris, das war knapp. Immer noch eine lahme Ente, aber die großartigste, die ich je gesehen habe. Fergus, Anja, helfen Sie allen an Bord zu kommen. BJ an eine der Bordkanonen und geben Sie Deckung. Das Regime wird sich sammeln, ihren Arsch wieder auf Lakes New Apartment-Gebäude und ab ins U-Boot. Wir haben den Ausmerzer auf dem Radar. Er ist gleich hier. Los jetzt! Ich habe ihn doch schon gehört. Dich meine ich nicht. Ah nein, hatte ich nicht. Ich habe halt auch gehört, aber das mache ich eigentlich nicht. Moment, Alter. Mit dem scheiß Licht in der Fresse. Von hinten geledert, ey, das ist ein verdammter Mann. Reicht? Find ich gut. So, was wir jetzt machen? Ich hab eben nicht zugehört. Irgendwas gesabbelt von, keine Ahnung. Wollte zuhören, aber das, geht schlecht, wenn ich, angeschossen werde. Die ist nicht schlecht. Nehme ich gerne. Dauert ein bisschen länger damit, aber
Wunder. Komm her, du bist nah. Weißt du. Aua, aua, aua. Wo ist die Waffe? Ist weg. Wow. Danke. Bin ich halt klasse. Meine Waffe weg? Ist sie weg? Nee, nicht hier. Oh, Glück gehabt. Der ist schon wieder irgendwie weggespawnt oder so. Wo muss ich denn? Ah, wow. Ist wenn da jetzt hier... Wunder, ist hier oben. Ah, jetzt sah ich auch mal doof aus. Warum kann ich jetzt keinen Pfeil nach oben machen? Nee, Spiel. Blaskovic, alle sind an Bord, aber wir können nicht weg. Die Schrauben stecken fest. Wir sind auf Grund gelaufen. Und der Ausmerzer kommt. Wenn wir dann noch hier sind, sind wir am Arsch. Machen wir die Atomkanone bereit. Wovon reden Sie da, Fergus? Die Schockwelle der Atombombe schiebt das Boot vielleicht raus. Also, das ist der beschissenste Plan, den ich je gehört habe. Seth? Nun, für jede Aktion gibt es eine entsprechende Gegenreaktion. Blaskovic, an die Atomkanone und auf maximale Distanz feuern. Ist hoffentlich weit genug weg, dass der Rumpf nicht reißt. Der Plan ist so bescheuert, dass ich klappen könnte. Ist der Plan klar, Alter? Oh. Sie müssten schießen, Blaskovic. Jetzt! Ausmerzer hat uns wohl verloren. Nichts am Himmel zu sehen. Frau Engel kommandiert ihn jetzt und jagt damit Terroristen. Aber damals zog der Ausmerzer immer von Stadt zu Stadt. Zerschlug jeden Widerstand. Wer eine Revolte anzettelt, kann sicher sein, dass der Ausmerzer sie schneller beendet, als man gucken kann. Wenn die Revolution in Gang kommen soll, müssen wir das Ding vorher aus dem Weg schaffen. Dann starten wir einen Überfall. Erobern den Ausmerzer und nutzen ihn gegen das Regime. Den Ausmerzer bewacht ein automatisches Sicherheitssystem namens Odin. Hab's gesehen, als ich da war. Wir knacken das System, finden die Odin-Codes und schalten das Scheißding aus. Aber die Codes sind streng geheim. Nur der Generalstab hat Zugriff. Klingt wie eine typische Regime-Infiltration. Ich brech beim Generalstab ein und zieh mir die Daten von ihren Computermaschinen. Kein Problem. Bis auf die Tatsache, dass der Generalstab jetzt auf der scheiß Venus sitzt. Venus? Seitdem sie den Generalstab in Roswell mit einem Atomsprengkopf weggepustet haben, versucht das Regime wieder auf die Beine zu kommen. Also haben die den Generalstab auf einen anderen gottverdammten Planeten verlegt. Die hohen Tiere und streng geheimen Militärgeheimnisse sind jetzt in einer gesicherten Basis auf der Venus. Der Venus? Dahin werden sie es unter keinen Umständen schaffen, mein Bester. Egal, wie viele Waffen oder verdammte Leute sie haben. Diese Sicherheitsvorkehrungen können sie nicht umgehen. Ja? Nicht mit der Einstellung. Oder vielleicht? Ja, doch. In 2 Tagen findet das letzte Vorsprechen für die Rolle des berüchtigten Terroristen William Terror Billy Blaskovic im Mondballon auf der Venus statt. Einer der vielversprechenden Schauspieler ist Jules Redfield, der sich hier einen Imbiss aus seiner Lieblingsmilchbar in seiner Heimatstadt gönnt. Was denken Sie denn, Anja? William und ich trinken mal einen Milchshake. Seine Papiere sind im Handschuhfach. Ja? Was ist mit ihm? Gehört er zum Regime? Gehört ihr zum Regime? Weiß es nicht mal mehr. Wie sehe ich aus? Wie ein Walross.
Koffer nicht vergessen. Also, du bist Jules Redfield, Schauspieler. Du reist zur Venus, um für die Rolle des William Joseph Blazkowicz vorzusprechen. Du wurdest eingeladen. Sicherheit sollte also minimal sein. Wird schon schief gehen. Okay, ein Vorstellungsgespräch auf der Venus. Jules Redfield? Oh, ja, das bin ich. Ich bin Hade Lende, die Regisseurin. Tut mir leid wegen der langen Anreise, aber mein Produzent bevorzugt Sicherheit und dramatische Schauplätze. Kommen Sie. Oh, mein Gepäck. Das wird Ihnen gebracht. Kommen Sie. Willkommen, willkommen zum Vorsprechen, Herr Redfield. Danke sehr. Möchte ich Sie bitten, sich vorzubereiten. Da Sie frei vorsprechen müssen, sollten Sie sich Ihren Text einprägen, bevor der Produzent erscheint. Er ist recht aufbrausend. Achten Sie genau darauf, was Sie in seiner Gegenwart sagen und tun. Herr Redfield, ich muss betonen, dass es sehr wichtig ist, Ihren Text auswendig zu können. Das Drehbuch liegt auf Ihrem Stuhl. Ich bin gleich bei Ihnen. Ich muss meine Deckung wahren. Lieber kein Aufsehen erregen. Sollen die schauspielen, die es können. Hat Ihr Agent Sie hier ins Spiel gebracht? Mal ausgucken. Egal aus. Okay, im Vorstellungsgespräch auf der Venus. Auch geil. Okay. Wo ist mein Text? Hier. Klemmbrett nehmen. Ich schreibe den Text auf. Wie soll ich mir diesen Mist nur merken? Ich schreib's mir auf. Den Text aufschreiben. Okay, weil ich kann mal ganz kurz lesen. Das ist ganz okay. Was? Früher hauptsächlich Radio. Le Raba sind alle zu spät. Was? Sie sind zu spät. Die Bombe im Speicher explodiert und tötet alle Kinder im Inneren ohne Gnade. Aus in den Hof, Tag, okay. Weiß nicht, ob ich die Rolle die Kamera wegt sich auf Anker zu, okay? Die vor dem Waisenhaus anhält, die Hündin senkt den Kopf, winselt, sie erkennt, dass sie alle zu spät ist und viele unschuldige Leben verloren sind. Okay. Wow, das ist lustig. Toll an. Wow. Die Kamera schwenkt über den Chaos und den Tod. Das geht besser. Ich vernichte. Okay. Ich vernichte. Kindermörder ist William Joseph Blazkowicz. Du Idiot! Du bist ein Idiot. Das ist sicher in deiner Brille. Die Kamera schwenkt über das Chaos und den Tod, der das Klassenzimmer erfüllt. Oh Gottes Willen. Wir bewegen uns auf die Gestalt des Kindermörders William Blazkowicz zu, der unheilvoll über den zu endenden von leblosen Körpern auftaucht. Sonnenlicht scheint durch die grausamen Jalousien ihrer Schatten, scheinen den bösen Antagonisten metaphorisch einzusperren. Ella, die Lehrerin, blickt vor dem ermordeten 8-jährigen Mädchen auf, das sie den Armen hält. Sie weint bitterlich. Und sie eine Regimehure. Sie vergewaltigen und töten. Ich vernichte euch alle. Was? Achso, ich dachte, ein kaltblütiger Terrorist, das sind sie. Und sie eine Regimehure. Sie Monster, was haben sie mit mir vor? Sie vergewaltigen und töten. Sie haben so viele Unschuldige auf dem Gewissen, aber wir werden wieder aufstehen. Ich vernichte sie alle. Nee, keine Ahnung. Okay, ja, ein echt schöner Text, ey. Das ist ja ein toller Text. Plätze einnehmen, rasch! Mein Kanzler? Mein Kanzler! Heidelinde, kommen Sie. Sind Sie das? Fremde in meinem Büro. Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen die sind? Ja, es sind Schauspieler, mein Kanzler. Schauspieler? Ja, diese Männer wollen für die Rolle von William Joseph Blazkowicz vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat sie wohl nicht erreicht. Das konnten wir nicht finden!
keiner von denen sieht dem Keller auch nur ähnlich. Kommt aber an. Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Kanzler. Oh ja, Schminke. Gut. Das ist magisch. Ja, magisch. Schauspieler. Geschulte der Kunst der Verkleidung und Täuschung. Ähnlich wie Spione. Vielleicht ist ja ein Spion unter Ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen. Oh ja, mein Kanzler. Meine Kinder haben es auch gelesen. Es ist toll, Herr Heiler. Super toll. Herr Heiler? Wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie mein Kanzler. Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist. Es tut mir so leid, mein Kanzler. Sind Sie denn ein Idiot? Nein, mein Kanzler. Sind Sie ein verkleideter Schurke? Ein Verräter? Ein niederträchtiger Verräter? Nein, nein, mein Kanzler. Ich komme aus Arizona. Der ist gefeuert. Wir kommen immer wieder, Wolf. Schafspelz. Konspirierende, lügende, niederträchtige Verräter. Ich erkenne sie schon von Weitem. Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit sehe. Und mit der Wahrheit auf seiner Seite hat man immer Erfolg. So konnte ich die Welt von all den Verrätern befreien. So konnte ich die missratenen Kommunisten erledigen. So konnte ich ihn vernichten. Oh, William. Oh, Joseph. Oh, Blaskowitz. Oh. Adelinde, ein absolutes Meisterstück. Das Jahrhundertepos und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich investiert habe, damit jede Szene, jede Zeile, jede Silbe fehlerfrei ist. Bravo, mein Kanzler, bravo. Um Gottes Willen. Achso, ja, ich hab Messer gemerkt. Und sie eine Regimehure. Und sie eine Regimehure. Sie Monster! Was haben Sie mit mir vor? Das kann ich lesen. Sie brechen die. Nee, sie vergewaltigen und töten, das war's. Ich werde sie vergewaltigen und töten. Gottes Willen, dieses Schauspiel. Sie haben so viele Unschuldige auf dem Gewissen. Aber wir werden wieder auferstehen. Scheiße. Ich vernichte euch alle. Ich vernichte euch alle. Die Worte stimmten. Aber sie haben scheinbar nicht die geringste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Joseph Blaskowitz. Wie können sie sein?
was Sie nicht verstehen? Sie spielen Sie die Rolle. Füllen Sie die Rolle. Ein kaltblütiger Terrorist. Das sind Sie. Und Sie eine Regimehure. Sie Monster. Was haben Sie mit mir vor? Sie vergewaltigen und Sie töten. Sie haben so viele Unschuldige auf dem Gewissen. Aber wir werden wieder auferstehen. Und ich vernichte euch alle. Schon besser. Von dem könnten Sie was lernen. Ich biete Ihnen die Möglichkeit, in die Psyche dieses Verrückten einzudringen. Dieser verdammten wertlosen Person. Ich kannte ihn in- und auswendig. Deshalb konnte ich ihn aufhalten, fassen und richten. Mein Gott, habe ich Hunger. William Joseph Blaskovich, aufgewachsen in Mesquite, Texas. Kind eines Verkäufers und einer Polin. Seine Mutter wurde von seinem Vater entlarvt. Sie starb in Gefangenschaft in New Mexico. Er hatte als Erwachsener immer noch den Intellekt eines Kindes. Wenn man ihn aufschneidet, wie wir es getan haben, findet man das Innere eines Verräters. Adelinde, übernehmen Sie. Ich bin müde. Aspiranten, wie Sie wissen, ist diese Rolle sehr actionlastig. William Joseph Blaskovich war kein Mann des Wortes, er war ein Mann der Tat. Diese Szene spielt direkt vor der Szene, die Sie schon aufgeführt haben. Blaskovich steht kurz davor, die Bombe zu legen, die die Kinder im Weißen Haus tötet. Aber zuerst muss er den tapferen Wachsoldaten in einem brutalen Kampf erledigen. Herr Llewellyn Ewing? Llewellyn Ewing. Ja, fangen Sie an. Jeder von Ihnen improvisiert eine Kampfszene. Ist die Wache tot? Beenden Sie die Szene mit den Zeilen auf der Karte. Auf die Plätze! Und bitte! Au! Stopp! Stopp! Ich blute! Mist! Ich brauche eine Pause! Text, bitte! Ich brauche einen Arzt! Text. Dein Mut hält einem Neandertaler wie mir nicht stand. Außerdem kann ich nur dreckig kämpfen. Und jetzt geht's euren Kindern an den Kragen eurer Zukunft. Das war schrecklich. Warum? Herr Redfield, bitte. Ihr Auftritt. Ja, werde ich trotzdem treten. Gehen Sie in den Kasten. Nein! Er schießt ihn! Wo? Davor fällt er mir so! Herr Redfield, gehen Sie in den Kasten. Und bitte! Viel Glück! Was? Ach so. Es ist das, was ihr wolltet. Habt ihr euch das vorgestellt?
Regimewichser. Dann sollt ihr das auch kriegen. Wunderbar, wunderbar. Haben Sie das gesehen, Adelinde? Wie geboren für die Rolle. Er wird mein Blazkowicz. Mein Gott. Ja. Er ist mehr als perfekt. Ich helfe Ihnen beim Auspacken, Herr Redfield. Wie nett. Was zur Hölle ist das? Die Axt nehme ich mit. Hey, Scheißkanzler. Ich schnapp mir deine Odin kurz. Dann dein Ausmerzer. Pusten General Engel das Licht aus und zeigen den Amerikanern, was eine Revolution ist. Ja gut, Leute. Das war eben ziemlich cool mit dem Kanzler. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt Let's Play Wolfenstein 2 The New Colossus. Versteht ihr? Proteinwürfel. Was? Vitalisieren stärken. Schmeckt er fast wie echt. Okay. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, Leute, und tschüss.